Jürgen Wagner, Anfang dieser Woche wurden die Benzin- und Dieselpreise um jeweils 3 Cent per Liter erhöht. Wie kommt es zu dieser Erhöhung der Preise? An und für sich unerklärlich. Es waren 3 Schritte in den letzten Wochen, die wären nicht notwendig gewesen. Also wir erkennen keine Veranlassung. Der Rohölpreis war in den letzten Monaten, sogar im ganzen letzten Jahr, in etwa derselbe. Also es gab Schwankungen im Dollarbereich, aber er hat sich nicht wirklich erhöht. Und dennoch sind die Preise in 3 Schritten jetzt erhöht worden. Und das ist nicht nachvollziehbar. Die Erklärung, so die Erzeuger, die Erklärung liegt im Spot-Market, also in den Fertigproduktmärkten. Hier wird spekuliert. Und da vermuten wir eben, dass der Autofahrer jetzt wieder einmal die Rechnung zahlt, die die Spekulanten machen. Und Sind weitere Erhöhungen zu erwarten? ja, wenn die Situation sich nicht beruhigt, ist es zu erwarten. Aber hier muss ein Riegel vorgeschoben werden. Wenn er nicht automatisch passiert, also es stehen jetzt momentan keine Ferien an, das ist ein kritisches Thema immer wieder. Wenn viel, viel Bedarf da ist, dann wird der Preis auch meistens anziehen. Wir fordern von der EU schon lange, hier Mechanismen zu schaffen, dass diese Spekulationen mit dem wertvollen Gut Energie eben nicht mehr passieren. Dass eben der kleine Mann, der Autofahrer, der das Auto zum tagtäglichen Gebrauch braucht, eben die Miete zahlt für die großen Gewinne. Am Donnerstag wurde von Wirtschaftsminister Mitterlehner und Umweltminister Belakovic die Energiestrategie vorgestellt. Dabei ist auch eine Erhöhung der Mineralölsteuer und eine CO2-Abgabe vorgesehen. Was kommt hier auf den Kfz-Besitzer zu? Ja, wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Es gibt ja ein Versprechen der Regierung, die Steuern nicht zu erhöhen, Steuern grundsätzlich nicht zu erhöhen, zumindest nicht die Massensteuern. Und hier würde ein Versprechen gebrochen. Und die Mineralölsteuer ist bei 8 Millionen Einwohnern und 6 Millionen Autos ganz klar eine Massensteuer. Hier kann man sich nicht durchschwindeln. Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Erhöhung der Mineralölsteuer, wenn im selben Zug der Autofahrer entlastet wird, zum Beispiel mit einer geringeren Kfz-Steuer. Dann würde automatisch der Autofahrer, der weniger fährt, sparen und der, der viel fährt, eben, der würde dann die Rechnung bezahlen. Haben Sie irgendwelche Tipps für die Kfz-Besitzer in Vorarlberg? Ja, wenn es ums Treibstoffsparen geht, natürlich liegt an erster Stelle das Treibstoffsparen. Ob man tankt oder nicht tankt, das hat man nicht immer selber in der Hand, wenn man das Auto braucht und eben fahren muss. Aber hier gilt es eben vorausschauend fahren, wenig Sprit brauchen, eben Sprit sparen, fahren, da kann man sich einiges ersparen. Der ÖAMTC hat eine Internetseite, www.ömtc.at/sprit, und hier kann man nachschauen, welches die günstigsten Tankstellen sind. Hier werden aktuell immer günstige Preise eingepflegt. Diese ÖAMTC-Spritpreisdatenbank kann man auch über eine App auf dem iPhone abrufen. Also hier hat man auch mobil immer die Möglichkeit nachzusehen, wo die günstigen Tankstellen sind.